Weite Welle, immer am Ball. Dann begrüße ich euch zur Spieltagspressekonferenz heute aus dem Hotel Dormero. Und zwar geht es um den 5. Spieltag der DKB-Handball-Bundesliga-Saison 2014-2015. Wir spielen am Sonntag, den 14. September um 15 Uhr in der Swiss Life Hall gegen SC Magdeburg. Die Magdeburger haben bisher 5:3 Punkte und zuletzt 32:32 gegen Göppingen gespielt. Ja, ich begrüße auf meiner linken Seite unseren Torwart Martin Ziemer, der uns heute mit Rat und Tat zur Seite steht. Und auf der rechten Seite, wie immer, Christopher Nordmeier. Ja, Chris, an dich die erste Frage. Magdeburg, siehst du die als Favoriten an? Zwar nur 32:32 gegen Göppingen, aber trotzdem kommen sie als Favoriten nach Hannover? Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist ein Derby gegen Magdeburg. Das ist immer brisant, das Spiel, wer der Favorit ist. Ja, im Augenblick schon. Sie haben ja nur bei den Rhein-Neckar-Löwen mit einem Tor verloren. Zu Hause unentschieden gegen Göppingen, die gerade gut drauf sind. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass sie in sehr guter Form sind. Es gilt natürlich, das Heimspiel zu gewinnen. Das wird schwer, weil die Magdeburger eine sehr starke Mannschaft stellen. Aber wir wollen unser Punktekonto ausgleichen, auf 5:5 Punkte kommen. Und dazu müssen wir gewinnen. Wo siehst du personell die Stärken, die Qualitäten des SCM? Ja, da gibt es ja einiges. Die Mannschaft spielt natürlich eine sehr, sehr gute, sehr robuste Abwehr. Das haben sie gegen die Rhein-Neckar-Löwen auch eben gegen den Bergischen HC gezeigt. Zu Hause gegen Göppingen haben sie relativ viele reingekriegt, aber das ist trotzdem eine sehr abwehrstarke Mannschaft, die auch viel aus der Abwehr heraus Gegenschuss läuft. Im Angriff haben sie natürlich einen überragenden Robert Weber auf rechts außen. Generell spielen sie halt sehr gut über beide Außenpositionen, aber Willi Hansen, der Marco Besiak in der Mitte und Rückraum rechts, da haben sie zwei mit Andreas Wojewski und Juronatek, das sind schon starke Spieler. Und am Kreis Bartosz Pirecki ist immer noch Weltklasse. Das heißt, man kann eigentlich nicht sagen, dass es irgendwo eine Schwäche gibt dieser Mannschaft, sondern die spielen dieses Jahr das, was sie spielen können. Haben auch keine Verletzten, insofern ist das ein sehr schwerer Gegner. Ja, am Ende des Spiels gegen Friesenheim konnte die Mannschaft nicht ganz, sagen wir mal, mithalten, ist vielleicht das falsche Wort, aber wie kann man das jetzt im Heimspiel vermeiden? Ja, das ist tatsächlich das falsche Wort, weil wir konnten auf jeden Fall mithalten. Wir waren die letzten 6 Minuten permanent in Unterzahl und dann ist es schwer, ein Spiel zu drehen, dass man vorher durch einige Bälle, die wir vergeben haben, natürlich aus der Hand gegeben hat, allerdings auch ja, nicht unbedingt bevorteilt war in diesem Spiel, durch welche Umstände auch immer. Insgesamt haben wir aber eine wirklich gute Abwehrleistung gebracht mit einem in diesem Spiel sehr guten Torwart Martin Ziemer. Und darauf wollen wir uns wieder konzentrieren, auf eine gute Abwehrleistung und daraus eben noch besser, noch mehr, noch schneller Gegenschuss laufen, als wir das im letzten Spiel getan haben. Jan Fiete konnte das erste Mal wieder mitwirken in Friesenheim. Wie ist es ihm bekommen, beziehungsweise wie sieht es personell aus? Gibt es irgendwelche Änderungen zum Spiel bei der TSG? Ja, es ist so, dass Fiete Probleme hat mit der Schulter nicht mehr, aber mit dem Oberschenkel. Insofern ist der Einsatz fraglich. Sven und Christopher hat die Belastung ganz gut vertragen, kann trotzdem im Augenblick, ist noch so im dosierten Aufbau, kann aber die Trainingseinheit mitmachen. Und Trevor Sitsch hat wieder Probleme mit dem Schwindel, den er schon ein paar Mal hatte. Da sind wir jetzt noch nicht sicher, ob er am Wochenende eingesetzt werden kann, und Mike Patrei hat weiterhin hartnäckige Schulterprobleme, sodass wir erst im Laufe oder dem Rest der Woche sagen können, mit welcher Mannschaft wir am Sonntag antreten werden. Martin, ein gutes Spiel in Ludwigshafen gemacht, aber es war natürlich eine Enttäuschung, dort zu verlieren. Wie steckt die Mannschaft sowas weg, gerade auch so auf der Rückfahrt?
Ja, die Atmosphäre war jetzt alles andere als gelöst, sage ich mal. Das waren zwei Punkte, die wir unbedingt holen wollten und nicht geholt haben. Trotzdem, Christoph hat das auch gesagt, gab es durchaus positive Aspekte, auch wenn man das nach so einem Spiel in Friesenhain nicht unbedingt glauben möchte, dass man eben am Ende dann nicht gewinnt. Aber ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit in der Lage waren, nur 10 Tore zu bekommen mit einer guten Abwehrleistung. Das ist auf jeden Fall auch im Hinblick auf die vergangene Saison. Ist da auch zum Teil ein Ziel eben erreicht oder auf einem guten Weg dahin zumindest zum Erreichen, dass wir nämlich weniger Tore auch kassieren. Das war, glaube ich, Ziel von uns. Das ist uns jetzt ein paar Mal auch ganz gut gelungen. Und ich denke, diese guten Sachen müssen wir eben mitnehmen und so verarbeitet man es auch. Sich klar anzugucken, was war trotzdem gut und eben aber auch, was war schlecht. Nicht einfach so zu sagen, das war alles schlecht, sondern eben genau sich das anzugucken. Und da kann man nicht viel mehr machen, als sich aufs nächste Spiel schon wieder zu konzentrieren, sich den nächsten Gegner schon wieder zu widmen, weil die zwei Punkte, die sind weg, die können wir nicht mehr zurückholen. Also mit frischem Mut an die neuen Aufgaben. Ich denke, da die Spiele gegen Magdeburg waren immer heiß. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, zu Hause zur Halbzeit mit 6 hinten gelegen und haben das Spiel gebogen. Und ja, wenn es dieses Jahr wieder so laufen würde, wäre ich auch nicht gut. Klar, ich denke auch, der Blick geht ganz klar nach vorne zum Magdeburg. Es ist ja eigentlich auch ein Derby. Ne? Es war schon ein bisschen weit weg, es ist auch ein anderes Bundesland, aber es ist für uns eigentlich ein Derby. Seht ihr das in der Mannschaft auch so? Ja, also wie ich gerade schon angedeutet habe, es ist ganz, ganz um die Ecke eins der von der Örtlichkeit her am dichtesten gelegenen Spiele und ich glaube auch, dass der ein oder andere Fan aus Magdeburg den Weg finden wird in unsere Halle und ja, wie gesagt, die Magdeburger Mannschaft ist eine kampfstarke Mannschaft und ich glaube, das macht ja Derbys auch immer ein bisschen aus, also wird es bei uns auch darauf ankommen, dass wir so einen Kampf entgegensetzen. Ich glaube, nur so kann man gegen Magdeburg bestehen. Ja, welche Spieler vom SCM schaust du dir besonders an, wo du einfach sagst, Mensch, die können spielentscheidend sein, da muss ich einfach mal gucken, Wurfbild angucken und so etwas? Ja, das hängt ja immer von vielen Dingen ab. Ich glaube, theoretisch ist in der Bundesliga fast jeder Spieler in der Lage, ein Spiel zu entscheiden. Ich glaube, Magdeburg hat da einige und ja, ist auch immer schwer zu sagen, weil am Ende sind für mich natürlich ist das werfende Personal dann natürlich interessant, ja, aber ich sag mal, auch der Torwart, der Gegner ist immer in der Lage, ein Spiel zu entscheiden. Warum nicht? Es sei denn, wir entscheiden es noch ein bisschen besser. Ja, also ich schaue mir ganz normal alle Spiele an, die Magdeburg macht, um einfach zu sehen, was vielleicht Stärken sein könnten. Aber ich denke, das ist nichts Besonderes, was nicht jeder andere auch vor jedem Spiel macht. Also insofern gibt es da nicht Einzelne, die das Spiel entscheiden können. Das kann die genannten Spieler, die Christopher schon genannt hat, die können das alle. Also so gesehen schwierig, da einen herauszupicken. Gehen wir trotzdem mal auf einen Spieler, nämlich Robert Weber. Der hat auch gegen Göppingen in der letzten Sekunde einen 7-Meter geworfen. Schaust du dir da bei so einem ja, echten 7-Meter-Schützen wie Robert Weber das Wurfbild an und sagst, Mensch, da könnte er hinwerfen, oder entscheidest du da von Situation zu Situation? Ja, das ist immer eine Mischung aus allem. Also sicherlich hat man Vorinformationen, manchmal läuft ein Spiel dann auch völlig anders. Also das ist ja das alte Spielchen. Jeder hofft, dass der oder überlegt vielleicht schon, was der andere schon wissen könnte und versucht dann immer noch einen Schritt voraus zu sein. Und manchmal ist in so einer Situation dann auch besser, einfach intuitiv zu handeln. Das heißt, das ist immer, kann man dann immer hinterher sagen, wie man es gemacht hat. Aber schwer Voraussagen zu treffen. Okay, das sollen zunächst meine Fragen sein, für euch Fragen zu stellen. Martin, vielleicht kurz zum Machtwurf. Vergangenheit ist schon ein paar Tage her mittlerweile. Gibt es noch mehr Kontakte oder ist mittlerweile alles passiert, was damals an deiner Seite Magdeburg war? Ja, passé nicht. Das sind auf jeden Fall schöne Erinnerungen. SC Magdeburg ist ein
traditionsreicher Club an meiner Zeit da. Ich habe da immerhin auch 6 Jahre in der Stadt gelebt. Denke ich immer gern zurück. Und ich habe jetzt zur Mannschaft selber, außer zu vielleicht den Spielern, die man hier und da mal auf Lehrgängen getroffen hat, keinen näheren Kontakt. Habe aber in der Stadt noch Freunde und bin dann wieder auch dort. Ist ja, Holger hat es angesprochen, gleich um die Ecke, also A2 rauf und runter. So, dass ich da schon Bezug zu habe, aber nicht so sehr zum SCM direkt, aber ja, wie gesagt, einen gewissen Freundeskreis habe ich noch in der Stadt. Deine Frage. Chris, ich möchte mal zurückkommen auf letzte Woche. Das Missverhältnis der Zeitstrafen, du hast es ja am Sonntag bereits in der PK angesprochen. Ihr habt jetzt ja eine gewisse Zeit gehabt, dieses Spiel mal reflektieren zu lassen, euch auch anzuschauen. Wo siehst du die Ursache für diese hohe Anzahl der Zeitstrafen bei euch und der verhältnismäßig geringen Zeitstrafe, die Friesenheim hatte? Ja, ich gebe mir besondere Mühe, wenn ich ein Spiel analysiere, gerade auch wenn ich die Schiedsrichterbeobachtung mache, die wir als Verein ja auch machen müssen. Da eine gute Basis zu haben. Das heißt, ich gucke mir das ganze Spiel nochmal an, möglichst mit wenig Emotionen, was immer schwer ist. Aber dann gucke ich halt eben auch genau auf die Schiedsrichterentscheidung, auf die Linie der Schiedsrichterentscheidung. Gerade in Sachen Trikot ziehen, gerade in Sachen überhaupt progressive Einstellung, gerade in Sachen Körperkontrolle bei 7 Meter und passivem Spiel. Und diese 4 Punkte insgesamt haben auch rückblickend nicht gepasst. Da unterstelle ich niemandem, dass er das bewusst tut, aber auf jeden Fall war es halt so, dass wir darunter mehr gelitten haben unter Entscheidungen in eine Richtung als die Friesenheimer. Und das würde natürlich oder drückte sich aus in Zeitstrafen, die auf jeden Fall auch berechtigt waren. Nur eben die andere Seite, dass die andere Mannschaft genau eine Zeitstrafe, eine Minute Verschluss gleichzeitig mit unserer 8. Zeitstrafe bekommt. Habe ich so nicht gesehen. Und auch rückblickend muss man sagen, dass da wohl die ein oder andere Zeitstrafe drin gewesen wäre. Nur, man kann es ja nicht mehr ändern. Man muss immer damit klarkommen. Wir hätten sicherlich auch Möglichkeiten gehabt, mit einer besseren Wurfausbeute dieses Spiel trotzdem zu gewinnen. Aber es war natürlich erheblich schwerer. Nun hilft es aber nicht, zurückzuschauen. Dieses Spiel ist vorbei. Wir sollen eben nach vorne schauen. Deshalb ist es wichtig, was Martin gesagt hat. Wir müssen die guten Dinge, die wir in diesem Spiel gehabt haben, wir haben nicht brutal gedeckt. Wir haben 8 Zeitstrafen bekommen. Das ist auch nicht besonders viel. Davon sehe ich mal in der Linie vielleicht 4 auch berechtigt, die anderen 4 nur, wenn die anderen auch welche bekommen haben. Insofern war das für mich kein Problem. Außerdem ist es mir lieber, wenn wir auch aggressiv und gut und körperlich decken, als wenn wir die Gegner durchwinken. Insofern war da alles aus meiner Sicht von unserem Spiel her in Ordnung. Und alles andere schauen wir in die Zukunft. Ja, Martin, die gleiche Frage quasi an dich auch mal als Brücke. Wie siehst du es von hinten, so eine Situation, wenn es vor dir in einem Tor rumpelt und deine Mannschaftskameraden neben draußen Platz, während der Gegner auf der Platte bleibt? Hast du das ähnlich empfunden? Im Spiel gar nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ich war ganz über, also ich habe schon mitgekriegt, dass wir ein paar Zeitstrafen mehr gekriegt haben. Aber ich hätte jetzt am Spiel niemals sagen können, dass das tatsächlich 8:1 war. Da war ich, als ich die Zahl gehört habe, sogar ein bisschen überrascht. Möchte man nicht glauben, aber irgendwie ist man dann im Spiel doch auf andere Dinge noch konzentriert. Ja, im Nachhinein, ich habe mir das Spiel natürlich auch nochmal angeschaut. Ganz klar, würde ich sagen, ist da die eine oder andere Entscheidung. Aber für uns ist ja immer wichtig, dass eine Linie zu erkennen ist. Ja. Und da, das konnte man eben nicht erkennen. Also wenn gleiche Situationen müssen einfach gleich gewertet werden. Das geht auch im Handballsport, ist das sehr schwierig für einen Schiedsrichter, das geht auch nicht über 60 Minuten gut. Aber irgendwann muss ein Spieler eben wissen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und nicht, dass Dinge dann 10 Minuten vor Schluss nochmal anders, eine andere Linie nochmal angesetzt wird als vorher. Das ist dann auch schwer als Spieler sich darauf einzustellen. Für mich nicht so sehr, weil ich am Tor stehe, aber ich glaube, das ist vielen dort eben auch schwer gefallen. Mehr zusätzlich dann auch in der Phase noch offensiv Bälle weggepfiffen gekriegt, wo also der Kreisläufer sich durchgesetzt hat, unser Kreisläufer, und dann auf einmal Stürmer auf Stürmer entschieden worden ist in Phasen, wo auf der anderen Seite
für ihn die Sachen dann sogar 7 Meter 2 Minuten ausgesprochen worden ist. Das ist dann schwierig natürlich und auch nicht einfach für die Spieler und ich glaube, es ist uns sogar noch ganz gut gelungen, emotional dann fokussiert zu bleiben, auf das dabei zu bleiben und nicht eben völlig sich nur noch auf den Schiedsrichter zu konzentrieren. Also ich glaube, dass wir sehr, sehr lange im Spiel da auch konzentriert geblieben sind und ja, leider hat es dann am Ende, Christopher hat gesagt, haben wir die Sachen, die wir noch hatten, beeinflussen können, da haben wir ein paar Fehler gemacht und im Prinzip muss man einfach sagen, was man also am ehesten vorwerfen kann, ist eben, dass wir nicht zu diesem Zeitpunkt, als diese Dinge nochmal ins Spiel kamen, dass wir da nicht einfach höher geführt haben. So dass diese Dinge dann quasi das Spiel zwar noch beeinflussen, aber nicht mehr kippen können. Diese Phasen müssen wir uns angucken, warum wir da nicht höher geführt haben. Dann brauchen wir über den ganzen Rest, der da am Ende passiert ist, gar nicht so genau reden und analysieren. Das muss auch das Ziel sein, trotzdem nach wie vor, dass wir da hinfahren und trotz einiger Widrigkeiten solche Spiele dann eben in Zukunft auch gewinnen. Und ja, das kann immer passieren, dass eine Schiedsrichterleistung nicht so ist, wie man sie sich vorstellt. Und ich glaube, das geht anderen Mannschaften auch so. Und manchmal kippt das vielleicht auch zu eigenen Gunsten. Darauf hoffen wir natürlich auch das eine oder andere Mal. Und dann soll es das auch wieder gewesen sein, was wir zu den Schiedsrichtern sagen. Da gibt es sonst noch weitere Fragen? Eine Frage an dich. Der SCM hat ja letztes Jahr das Umfeld und auch die Mannschaft sehr extrem umgekrempelt, um sich ein bisschen neu zu positionieren. Wo würdest du denn den SC Magdeburg im Verhältnis zur letzten Saison, in dieser Saison in der Liga sehen? Vielleicht ist es zu früh, um das zu beurteilen, auch aus der Ferne. Oder erwarten. Mein bisheriges Studium und das, was ich gesehen und gehört habe, ist, dass die Mannschaft natürlich durch den Trainer auch eine gewisse Veränderung im Auftreten, im Geist, im Miteinander umgehen entwickelt hat, was sehr positiv für die Magdeburger ist. Sie spielen weiterhin ihr sehr gutes Abwehrspiel mit extrem viel Tempo. Man sieht natürlich in gewisser Weise, dass sie im Angriff jetzt auch durch die neuen Spieler neue Möglichkeiten haben. Also ich bin der Meinung, dass es genau eine von den Mannschaften ist, wie es auch prognostiziert ist, die sozusagen hinter den ersten Vieren, sage ich jetzt mal, wenn man den HSV mal weglässt, stehen und in dem Bereich 5 bis 8 landen werden. Und das ist natürlich auf jeden Fall, zeigt auch, dass die Mannschaft für uns schwer zu schlagen ist, weil sie eben großes Potenzial hat. Aber das ist jetzt auch vielleicht noch ein bisschen verfrüht, auch wenn da eine Verletzung passiert, sie sind nicht so breit aufgestellt, da muss man eben immer gucken. Es ist genau wie bei uns und auch wie bei Melsung, wenn der Danner ausfällt, dann wird es auch schwer für die, wie man gesehen hat. Insofern, es hängt immer von einzelnen Leuten ab. Wenn die alle fit sind, dann sind sie sehr gut und dann kann man ihnen auch eine Menge zutrauen. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, möchte ich sagen, dass am Sonntag der Spieltagssponsor die Sparkasse Hannover ist, die sich im Foyer präsentiert, unter anderem mit Kinderschminken und einem Gewinnspiel. Wir freuen uns natürlich auf die Fans und beider Lager und auch dort wird es sicherlich einen Wettstreit geben und wir freuen uns auf eine stimmungsvolle Halle. Bisher sind 2300 Tickets verkauft. Wir bitten die Zuschauer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, denn am gleichen Tag um 17.30 Uhr wird das Spiel von Hannover 96 gegen den HSV stattfinden. Da gibt es auch wieder ein 96-Kombi-Ticket, wie wir es schon einige Male angeboten haben. Die Kassen dafür sind ab 13.30 Uhr geöffnet und wie immer, wenn wir ein Kombi-Ticket haben, gibt es das Ticket bei den Recken für 9,60 €. Extra für dich, Jupp. Ja, ansonsten Sparkassen-Autogrammstunde wird sein mit Kai Häfner und Maid Patrei. Und der Inner City Talk auch mit Kai Häfner. Es wird ein Sport 1
Sportschau.de-Spiel sein. Das heißt, das Spiel wird im Internet live übertragen von Sport 1. Hinweisen möchte ich nochmal auf den Oktober. Da wird es das Spätzle-Ticket geben. Die drei Punktspiele gegen die süddeutschen Vereine, da wird es für den Preis von 2 alle drei Eintrittskarten geben. Und da sollte man sich sicherlich frühzeitig mit Eintrittskarten eindecken. Gibt es zu diesen organisatorischen Dingen noch Rückfragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich bei euch, bei Martin und Chris natürlich auch, und wünsche einen guten Weg in die Reaktionen. Danke. Danke.